Willkommen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. Ja, ich bin hier unterwegs in der Nähe von Leipzig und verschaffe mir einen ersten Eindruck mit dem neuen Kia e-Niro. Das heißt dem Niro mit dem vollelektrischen Antrieb, 64 Kilowattstunden Batteriekapazität. Ich bin heute in der Nähe von Leipzig auf dem Event von Nextmove. Die stellen hier heute den Kia e-Niro vor und es gibt Probefahrten für alle, die sich für das Fahrzeug und für Elektromobilität insgesamt interessieren. Vielleicht habt ihr meinen Livestream von diesem Event gesehen. Es war sehr, sehr gut besucht dafür, dass es auch noch in einem Autohaus am Stadtrand von Leipzig ist, also auch nicht mal in Leipzig. Und es waren weit über 100 Probefahrten, die hier stattgefunden haben mit Kia e-Niro, unter anderem auch mit dem Tesla Model 3, das hatten sie hier auch am Start, Hyundai Ioniq und Hyundai Kona waren hier vertreten. Also wirklich ein tolles Event und man hat gemerkt, das Thema Elektromobilität nimmt an Fahrt auf. Das Interesse daran an Elektromobilität da draußen bei euch steigt. Man sieht es an den Zugriffszahlen der YouTube-Kanäle. Irgendwas ist da um den Jahreswechsel 2018, 2019 passiert. Es ist deutlich mehr los und es ist deutlich mehr Interesse da. Die Veranstaltung war dementsprechend sehr gut besucht. Für mich ist das hier heute die Gelegenheit, zum ersten Mal Tuchfühlung aufzunehmen mit dem Kia e-Niro. Das wird hier kein ausführlicher Test, so wie ihr ihn sonst von mir kennt. Dazu fehlt mir hier die Zeit, denn ich habe den nur für ein paar Stunden. Und davon abgesehen ist auch gleich das Tageslicht weg. Und insofern kann ich dann auch nicht mehr so viel filmen. Und es soll nur ein erster Eindruck sein mit diesem Auto. Wer meinen Kanal kennt und verfolgt, weiß, dass ich den Kia e-Niro oder den Kia Niro ja schon mal für euch gefahren habe als Plug-in Hybrid. Der Wagen hat mir sehr gut gefallen, weil er echte 50 Kilometer Reichweite elektrisch zur Verfügung stellt. Das hier ist noch ein Schritt weiter, voll elektrisch. Es gibt zwei Batteriegrößen, eine knapp 40 Kilowattstunden, eine 64 Kilowattstunden. Es gibt drei Ausstattungsvarianten, klein, mittel, groß, sagen wir mal. Vision, Spirit und ich weiß gar nicht, wie die in der Mitte heißt. Im Prinzip konzentriert sich das Interesse an diesem Auto auf die Kombination beste Ausstattung und großer Akku. Das ist eigentlich das Einzige, was wirklich nachgefragt wird. Die Leute wollen tatsächlich die 64 Kilowattstunden. Die Reichweitenangabe sind kurz unter 500 Kilometer, die der Hersteller für dieses Fahrzeug macht. Und das ist natürlich eine tolle Reichweite. Das ist im Prinzip schon fast Tesla-Niveau, muss man wirklich so sagen. Und die Ausstattung in dieser Kategorie lässt keine Wünsche übrig. Ich habe alles an Bord. Ich habe die Wärmepumpe mit dabei, die es erst ab der mittleren Ausstattung gibt. Die Wärmepumpe sorgt für mehr Reichweite, weil sie eben stromsparender das Fahrzeug beheizt und klimatisiert. Dann habe ich mehr Reichweite. Und ich habe die Navigation mit an Bord, die mir hilft, Ladesäulen zu finden, wenn ich länger unterwegs bin. Und ich habe in der höchsten Ausstattung auch noch ein paar Annehmlichkeiten an Bord. LED-Scheinwerfer vorne für ein tolles Licht. Und Lederausstattung, so ein bisschen, ein paar schicke Sachen. Dieses Auto hat sogar noch ein Glasdach. Also das ist wirklich schon auf höchstem Niveau. Allerdings sind wir dann auch schon bei deutlich über 40.000 Euro im Anschaffungspreis laut Preisliste.
Der Fahreindruck von diesem Auto, bin jetzt so ein paar Kilometer damit unterwegs, also der fährt wirklich toll. Was an diesem Niro als Fahrzeug wirklich gut gemacht ist, das ist eine sehr gute Kombination aus all dem, was der Autokäufer heute so gerne hätte, wenn er ein Auto kauft. Das Auto hat 5 Sitze, es hat einen großen und gut zu beladenen Kofferraum mit Möglichkeit, die Rückbank umzuklappen und den zu vergrößern. Das Auto hat so ein bisschen was von einem Geländewagen. Man sitzt leicht erhöht, hat ein bisschen mehr Übersicht, kann ein bisschen besser aus- und einsteigen. Und mit dieser doch sehr eckigen Form hat man sehr gute Platzverhältnisse hier drin. Sehr viel Platz, sehr luftiges Gefühl, für mich hier nicht eingefärbt, auch von der Mittelkonsole nicht. Das ist alles richtig gut gemacht. So, man nennt sowas ein Crossover. Das heißt, ich habe so ein bisschen, bisschen den normalen Wagen, ich habe ein bisschen Geländewagen, ich habe von der Fensterlinie ein bisschen Coupé. Also das ist ein ganz guter Mix aus allen Stilrichtungen. Und genau das ist im Moment das Konzept, was der Kunde nachfragt, so ein leicht erhöhtes Fahrzeug. Das Ganze dann mit einem vollelektrischen Antrieb, 64 Kilowattstunden, 500 Kilometer Reichweite laut Prospekt, nicht ganz, aber knapp, was in der Praxis dann mindestens 350 Kilometer Reichweite sein müssten. Das Fahrzeug ist hier heute mehrfach Probe gefahren worden, insofern kann ich mit den Reichweitenangaben hier nichts anfangen, weil hier natürlich bei Probefahrten jeder aufs Pedal latscht und mal ausprobiert. Insofern sind die Verbrauchsdaten, die hier angezeigt werden, für mich nicht wirklich maßgebend. Der Akku ist jetzt noch 52% voll und ich könnte hier noch fahren von Leipzig nach bis weit hinter Dresden. Ich könnte von hier im Prinzip, wenn ich mich zusammenreiße, noch nach Berlin fahren. Also zeigt mir das Navigationsgerät an, das hat hier so einen Kreis drum. Dresden komme ich hin, Erfurt sowieso, Magdeburg komme ich hin und ich komme mit diesem 52% im Akku tatsächlich von Leipzig noch nach Berlin. Schon spannend. Also 72, was ist das hier? 72 Kilometer, das soll die Reichweitenangabe sein. Na gut, also ich denke mal, dass die Angaben hier noch Optimierungspotenzial bieten, weil wie gesagt auf den Probefahrten ja jeder mit dem den Wagen erstmal rannimmt und aufs Pedal latscht und guckt, was er so kann. So fährt man im alltäglichen Betrieb eigentlich nicht mit den Autos. Das Fahrgefühl ist sehr komfortabel, entspannt. Nicht so ganz entspannt wie der Kia Soul, das ist ja so ein fliegendes Sofa. Auch nicht wirklich knackig, also so ein gesunder Kompromiss aus direkt, nicht schwammig und trotzdem komfortabel, also sehr unaufdringlich. Entspannt, kann ich nicht anders sagen. Von der Bedienlogik für einen Tesla-Fahrer sind das natürlich hier reichlich Knöpfe, wenn man daran gewöhnt ist, dass man nur noch einen Bildschirm hat, auf dem man das alles machen kann. Ist aber eigentlich ganz logisch gemacht. Ich habe hier vor mir ein großes Display, wo ich eigentlich all das sehe, was ich jetzt so während der Fahrt sehen muss. Ich sehe die Restreichweite, 162 Kilometer. Wie gesagt, der Akku ist halb voll. Ich sehe die Geschwindigkeit, ich sehe, ob ich Gas gebe oder rekuperiere. Die Fahrtinfo, das sind alles so Infos, die ich hier sehen kann. Und ich habe natürlich hier noch meine Menübedienung, wo ich mit den Lenkradtasten die Dinge einstellen kann, wie Tempomat, Abstandsradar, Spurhalteassistent und so weiter. Rechts habe ich das Display, das ist hier bei dem Niro ins Armaturenbrett integriert. Bei der Konzernschwester Hyundai steht das so ein bisschen raus. Ich finde das hier hübscher. Lässt sich gut ablesen, spiegelt auch nicht. Darunter die Knöpfe für Menü und Navigation. Darunter die Tasten für die Klimatisierung und darunter habe ich dann noch 12 Volt Steckdose, USB und eine Ablageschale. Der Wagen ist in dieser Ausstattungsvariante ausgestattet mit einer Sitzheizung und Sitzbelüftung, also Winter wie Sommer kann ich mich hier klimatisieren. Was ich ganz toll finde, ist dieses Drehrad für den Fahrstufenregler. Sehr einfach, man dreht dran und dann kann man vorwärts, rückwärts fahren. Kein großer Hebel, kein großer Schnickschnack, ganz einfach, brauchst keine Bedienungsanleitung. Das versteht jeder, wie das gehen soll. Ja, Parkbremse. Dann haben wir die Mittelkonsole mit dem Ablagefach hier. Da sind auch nochmal 12 Volt Steckdosen drin. Und hier links in der Tür Fensterheber. Ist alles da, wo man es erwartet. Ich brauche mich nicht weit zu bewegen. Ich habe das alles in Griffweite.
Der E-Niro kann von sparsam bis sportlich, je nach eingestelltem Fahrmodus. Normal ist die Standardeinstellung. Die maximale Reichweite gibt's im Modus Eco Plus und in Sport gibt's 100% Leistung und weniger Reichweite. Das Cockpit ist übersichtlich und in dunkler Umgebung angenehm beleuchtet. Die Verarbeitung ist sehr gut. Hinten haben drei Personen gut Platz. Die Beinfreiheit ist absolut ausreichend und es gibt sogar eine 220 Volt Steckdose. Wofür auch immer. Das Kofferraumvolumen liegt bei 451 Litern und bei umgeklappter Rücksitzbank bei mehr als 1440 Litern. Den Niro gibt's ja auch als Verbrenner. Deshalb ist die elektrische Antriebstechnik vorne, wo sonst der Benziner sitzt. Was mir vom Fahren hier schon aufgefallen ist, ist der Spurhalteassistent, der mir hier doch relativ selbstbewusst ins Lenkrad greift, wenn man sich der Spurmarkierung etwas zu weit nähert. Im Stadtverkehr empfinde ich sowas immer als nervig, weil man kann in der Stadt nicht so 100% regelkonform fahren. Manchmal steht irgendwo ein Paketbote am Straßenrand mit seinem Lieferwagen, dann muss man ausscheren und den überholen. Und dann wackelt alles und der Wagen drängt einen wieder zurück auf die Spur. Also in der Stadt finde ich das nicht so praktisch. Auf einer Autobahn oder so finde ich das ganz gut. Insofern, hier kann man den abschalten, glaube ich. Hier unten, muss ich gleich mal gucken. Ich glaube, das ist im Menü. Ich würde den hier für die Stadt wahrscheinlich deaktivieren. Dann habe ich hier den Autopiloten sozusagen, also den Tempomaten mit Abstandsradar und Spurhalteassistent. Das ist so ein bisschen wie der Tesla Autopilot, dass man auf längeren Strecken an der Autobahn, auf der Autobahn seine Spur halten kann und das Fahrzeug einem hilft. Das ist aber nichts, wo man die Hände vom Lenkrad nehmen kann oder sollte, sondern es ist eine Hilfestellung. Man kann die Hände locker am Lenkrad lassen und sich ein bisschen entspannt zurücklehnen und der Wagen fährt. Ich weiß, dass es Leute gibt, die da auch mehr draus machen, aber im Grunde genommen ist es eine Assistenz, eine Hilfe und kein Autopilot. Die Stadt Leipzig hat übrigens etwas, was wir Hamburger gar nicht kennen. Die hat nämlich eine Umweltzone. Die Plakette ist Pflicht, grüne Plakette. Wenn man in die Innenstadt von Leipzig will, muss man eine grüne Plakette haben. Und auch ein Elektroauto muss eine grüne Plakette haben, klebt hier auch an der Scheibe. Ist zwar ein bisschen widersinnig, weil man ja auch ein E-Kennzeichen hat und im Grunde genommen die Sache dann klar ist. Aber grüne Plakette, denkt dran, ist Pflicht. Wenn ihr ein Elektroauto habt, lasst euch die Plakette geben. Braucht man nicht drüber nachdenken. Das Gesetz für die Plakette ist älter als die Verordnung mit dem E-Kennzeichen. Insofern muss eben auch das Elektroauto eine grüne Plakette haben. Wenn ihr euer Elektroauto zulasst, denkt an die Plakette. Es kann sein, so wie ich gestern, bin ich von Hamburg nach Leipzig gefahren. In Hamburg bräuchte ich keine Plakette, weil wir keine Umweltzone haben. Dann kommst du halt spontan mal nach Leipzig und zack, wäre die Plakette fällig. Also denkt dran, grüne Plakette auch für Elektroautos. Nochmal zu den Verbrauchswerten. Also der Akku von diesem Fahrzeug ist jetzt 51%, hat einen Füllstand von 51%. Die Restreichweite, die mir angezeigt wird, hier sind 160 Kilometer. Das bedeutet, dass, wenn man das jetzt stumpf hochrechnet, die Gesamtreichweite bei 320 Kilometern liegt für dieses Auto. Ich würde den Wagen sogar noch einen Tick höher einschätzen. Der Durchschnittsverbrauch, der hier angegeben ist, sind 19,1 laut Bordcomputer für den Trip, den der bisher jetzt hinter sich hatte, und ich glaube, da geht noch was. Also wie gesagt, heute viele Probefahrten, da wird nicht so drauf geachtet. Wenn man durchfährt, müssten auch 350 Kilometer hier zusammen locker drin sein und im Sommer auch mehr. Wenn ich so meinen ersten Eindruck von dem Kia e-Niro zusammenfassen sollte, dann muss ich sagen, bin ich echt begeistert. Das Auto selbst finde ich gut, gar keine Frage. Die Tatsache, dass es jetzt als Elektroauto voll elektrisch da ist, finde ich noch besser, fast schon überfällig. Insgesamt gefällt mir der Wagen, weil er
sehr praktisch ist und weil er so unaufdringlich ist. Also das ist ein ganz entspanntes, unaufdringliches Auto, mit dem man hier ganz toll fahren kann, mit dem man sicherlich auch längere Reisen machen kann, dem man viele Dinge einladen kann, mitbekommen kann. Man kann hier zu fünf drin sitzen. Da wir haben schon bei den Probefahrten hier locker zu vier drin gesessen und zu fünf geht das auch. Also mit ausreichenden Platzverhältnissen, das ist wirklich toll. Ja, und von dem Akku her, von der Reichweite her, super praxisgerecht. Viel weiter komme ich mit meinem Tesla auch nicht. Und insofern ist das eine absolut praxisgerechte Reichweite. Die Aufladung mit CCS kann ich hier heute nicht testen oder werde ich nicht testen. Wie gesagt, ich werde so ein Fahrzeug nochmal bekommen und werde es dann ganz in Ruhe ausprobieren können für euch, wie das alles funktioniert, so wie ihr das von mir kennt. Das soll es jetzt als erster Eindruck aus Leipzig mal gewesen sein von dem Kia e-Niro. Bleibt weiter dran. Ich freue mich, wenn ihr weiter zuschaut. Und übrigens, es war ganz toll heute auf der Veranstaltung in Leipzig, euch viele von euch Zuschauern da draußen mal live zu treffen und einen Augenblick zu schnacken bei einer Tasse Kaffee und einer Cola. Haben wir uns doch sehr ausgetauscht über Elektroauto. Ich habe wieder viel von euch mitgenommen. Ich habe auch gelernt, dass viele von euch schon ein Elektroauto fahren, aber ganz, ganz viele von euch noch keins. Für die ist jetzt mit einem Kia e-Niro oder einem Tesla Model 3 oder anderen Fahrzeugen der Punkt gekommen, zum ersten Mal auf Elektro dann wirklich umzusteigen. Einige haben schon eins und kaufen jetzt den Zweitwagen als Elektroauto nach. Also es ist wirklich toll, mit euch zu schnacken, wie man bei uns im Norden so sagt, und sich da über dieses Thema auszutauschen. Also bleibt dran, viel Spaß, eine schöne Zeit wünsche ich euch.